Gleich 4 Feuerwehrfahrzeuge mussten zu einer Alarmierung schnellstmöglich ausrücken und das Feuerwehrfest hinter sich lassen. Die Feuerwehr zum Anfassen und Mitmachen. So das Motto der Freiwilligen Feuerwehr Ramstein-Miesenbach beim diesjährigen Tag der offenen Tür am Wochenende vom 19. bis zum 20. August 2017. Die Wehrmänner und Wehrfrauen feierten zudem auch noch mit allen Freunden das 150-jährige Bestehen der Feuerwehr. Ein Glück, dass wenigstens die Drehleiter da bleiben durfte, schließlich war dies die Attraktion des Tages. Auch ich durfte mal in 40 Meter Höhe hoch hinaus, Höhenangst sollte man lieber nicht haben. Wann hat man schon die Möglichkeit, Ramstein-Miesenbach samt Airbase von oben zu sehen? Einfach herrlich diese Aussicht und das Wetter spielte auch perfekt mit. Kein Feuerwehrauto gleichte dem anderen, so konnten auch die zahlreichen Besucherinnen und Besucher viele verschiedene Funktionen hautnah entdecken und selbstverständlich durfte hierbei auch das Probesitzen nicht fehlen. Auch die amerikanischen Freunde der Ramsteiner Flugplatzfeuerwehr waren mit dabei und präsentierten stolz ihre gigantischen Löschfahrzeuge. Auch beim Blick ins Innere konnte man so einiges entdecken. Abgerundet wurde das Programm mit den Ramsteiner Straßenmusikanten und für das kulinarische Wohl wurde bestens gesorgt. Während die großen Gäste plauderten und sich es gemütlich machten, wurden die kleinen Gäste mit jede Menge Spaß und Unterhaltung bestens beschäftigt. Neben der Hüftburg und dem Wasserskistand wurde den Kleinen ein Fahrerlebnis der besonderen Art angeboten. So durfte jeder mal mit dem roten Feuerwehrauto eine Runde drehen und erleben, wie es sich wohl anfühlen muss, wenn es heißt Einsatz. Kein Wunder, dass jede Tour bis auf den letzten Platz ausgefüllt war. Wassermarsch und der Kampf gegen das Feuer kann beginnen. Unter professioneller Aufsicht hatten die Jungen und Mädchen hier die Möglichkeit, sich zu beweisen, wie gut sie schon löschen können. Einen Feuerlöscher sollte man übrigens in jedem Haushalt vorfinden, denn man weiß ja nie, wann der Ernstfall eintreten könnte. Herzstillstand? Nichts tun ist das Schlimmste, was man machen kann in solch einer echten Notfallsituation. Der Ortsverband des Roten Kreuzes zeigte mit der Erste-Hilfe-Maßnahme genau, was zu tun ist, wenn man Menschenleben retten muss. Bei einem Autounfall zählt jede Minute oder gar jede Sekunde, um die Person zu befreien. Doch was, wenn die Rettung sich schwieriger gestaltet als gedacht? Dann muss mit schwerem Gerät vorgegangen werden, um die verletzte Person aus dem Auto zu befreien, so wie in diesem Fall mit der Rettungsschere. In 150 Jahren Freiwillige Feuerwehr Ramstein ist einiges zusammengekommen. Vieles hat sich seitdem her verbessert oder optimiert und doch ist der Gegenstand wieder zu erkennen. Zum letzten Mal hatte man die Möglichkeit, sich die Ausstellung anzuschauen und dies ließen sich viele nicht entgehen. So ihr Lieben, das war der Rundgang beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Ramstein-Miesenbach und wer sich noch die offizielle Jubiläumsfeier anschauen will, ist gerne eingeladen, sich diesen Beitrag anzuklicken. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Einsatz mit der Ramstein-Feuerwehr.